Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play DDO mit mir in der Restaurant und meinem Charakter in der Restwo. Heute begeben wir uns in die Quest Return to the Sanctuary, die zweite Quest aus der Catacombs-Reihe. Und ja, mal schauen, was uns so erwartet. Das erste, was wir mal machen, ist uns unseren Pet-Heiling sonst was holen. Stains on the floor seem to go through the wall on the right. You have found a secret room. This must be where the warden kept his keys. Bevor ihr die Truhe aufmacht, einfach mal die Falle disablen nach Möglichkeit, weil sonst gibt's Autsch. Ansonsten könnt ihr euch für den Notfall auch hier hinstellen, wie ihr seht. Man kann die Truhe aus dieser Entfernung öffnen und steht nicht auf den Spikes. Solltet ihr wieder alle erwarten, die Tür hier nicht finden können, dort hinten gibt es rechts und links in einem der Räume auch nochmal einen Schlüssel. The undead have battered these doors relentlessly. You might be able to open them now with the master key. This way lies Minnan's ward. The reek of the undead is almost palpable. Gut, also je nachdem, wie clever ihr seid, werdet ihr nicht, wie ich, alle Gegner der Quest sammeln und dann in den Raum gehen, um dann nicht mehr raus zu können. Was wir hier gerade gemacht haben, ist, wir haben unseren, ja, Survivor gefunden, der uns gesagt hat, was hier vorgefallen ist. Und wir haben eben festgestellt, dass Marguerite auch hier war. Marguerite ist eben die Nichte von unserem, ja, Auftraggeber am Anfang der Questreihe. Mittlerweile haben wir ja vom Archbishop sonst was die Quests angenommen. Und mittlerweile ist völlig unerwarteterweise unser Heiling Pet sonst was gestorben. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so prickelnd. Wie ihr seht, die Viecher haben hier etwas mehr Leben als ich. Und ihr könnt eine Death-Aura definitiv anhaben. Das stört die Leute hier nicht, beziehungsweise ihr heilt sie dadurch nicht. Das ist ein kleiner Vorteil davon. Ihr könnt praktisch nur Positives dadurch haben, dass ihr untot seid und eine Death-Aura am Laufen habt. Wir sollen eigentlich zurück zum Eingang. Also gehen wir doch lieber mal zum Eingang. Er wird gleich zugehen und daraufhin heißt es, wir sollen ihn wieder öffnen. Hier haben wir eine weitere Tür, die wir mit dem Master Key öffnen können und können jetzt hier hinter. Hier gibt es ein Iron Defender,
also ein bisschen aufpassen. Sie können euch unter Umständen, ja, gefährlich werden. Ihr müsst in den letzten Gang nach rechts und diesen Lever hier betätigen. Ihr solltet nach Möglichkeit nicht in dem Grease von denen landen, sonst gibt es leichte Probleme. Ihr könnt nun zurück den Gang hier bis zum Eingang nehmen, um somit die Quest abzuschließen. Und das wäre es dann auch schon gewesen. Wir haben jetzt relativ wenig getötet, eigentlich nur um rauszukommen. Darum kriegen wir einen Diskret-Bonus von 5%. Breakables haben wir nicht gemacht, insofern gibt es da keine extra XP und für die eine gefundene Tür gibt es auch nichts. Insofern, bis zum nächsten Mal.